Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. 16:54 Uhr am 16.01. Ja, dann machen Neustart. 5M will schon wieder Neustart haben, keine Ahnung warum. Aber ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall gut. Ja, ihr wisst es ja, in einer guten Stunde ist Sonnenwende. Das heißt, jetzt gibt es erstmal so eine kleine Folge, dass wir so ein bisschen reinkommen in den RP-Abend und mal schauen, ob ich nach der Sonnenwende nochmal wach werde. Aber schauen wir mal. Mir geht's auf jeden Fall gut. Ich hoffe mal, heute ist mein Rechner entspannt, aber ich denke schon. Wir laden jetzt ganz entspannt rein. Ihr seht jetzt das Team. Danke nochmal an das ganze Team, dass ihr für uns da seid. Support ist immer gut. Joa. Wir sind auch schon bei 87%. Also alles super. Le 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 le. De de Channel switched. de. So. Job. Menü. Okay. Bin ich aktuell alleine? Polizei ist da, Autohaus ist da und Berufsfeuerwehr ist da, okay. So. Welches Auto nehmen wir denn? So, ich denke mal, wir nehmen wieder unseren Audi. Fahren mal hoch zu uns. Wie gesagt, das ist die kleine Folge bis kurz vor die Sonnenwende. Einmal links runter. Jetzt mal gucken, ob wir wieder Schmiedereien haben. Ich würde fast behaupten, ja. So.
Schauen wir mal eben. Ja, der Kollege hat sich beim letzten Mal beschwert. Ich habe ihm quasi 3.000. Und da kommt ja noch die Mehrwertsteuer drauf. Deswegen muss er 357 bezahlen. Da hat er sich ein bisschen beschwert, aber gut. Muss er mal akzeptieren. So. Moin. Gehen wir einmal schnell außen rum. Aber hier scheint alles sauber zu sein. Sehr schön. Sehr schön. Mal schauen, ob wir hier noch was Neues haben. Was brauche ich denn noch? Getränke. Da haben wir auch genug Getränke, sehr schön. Okay. Ich weiß nicht, was du hier machst, aber da kommst du nicht durch, Kollege Schnürschuh. Gut, so haben wir das schon mal ordentlich dahingestellt. Ich weiß nicht, was die Frau da gemacht hat, aber okay. Ich habe es jetzt einfach mal da vorne hingestellt, weil, ja. So, jetzt werden wir mal kurz rüber zum ADAC sprinten.
Okay, das waren die Stadtwerke. Gut. Mit dem ID Bus. Nee, ich renne jetzt nur kurz rüber. Okay, gut. Da ist keiner, okay. Mikrofon muted. Mikrofon Ne, das activated. wollte ich nicht. Ich gucke gerade. Ja, ist jetzt quasi nicht, weil ich gehe davon aus, dass gleich der Kollege kommt, der sein Auto abholen will. Ich habe zwei Bestellungen. Ja, jetzt wird wahrscheinlich vor 18 Uhr ruhig bleiben. Aber. Ja, das passt schon. So, hier oben ist nämlich jetzt unser Heliport. Und hier hinten so ein bisschen unsere Chill-Ecke. Ja, wir haben den Heliport. Von hier oben kann man nämlich schön unser Gelände sehen. Aber ja. Ja, hier sind unsere Freunde, die ein bisschen zelten. So, jetzt muss ich mal einmal gucken. Aha. Okay. Das heißt, ich muss sie quasi hier kaufen. Okay, gut. Und dann kann ich quasi dem Kunden das übergeben. Gut. Sehr schön. So. Wir müssten eigentlich noch 50% drin haben.
Okay, wir hatten genau 50%. Okay. Gut, dann haben wir den Tank auf jeden Fall schon mal voll. Ich wollte mich anschnallen. Fahren wir einmal zum Würfelplatz. Ich habe ja ein Auto, womit ich dann schnell wieder da hochfahren kann, wenn was wäre. Polizei ist offiziell da, aber dann doch nicht da. Ich hab's mir fast gedacht. Ja, ist mir egal. Okay. Moin. Muss ich mir Angst machen? Hat die da hinten brauche ich. Okay. Hi, junger Mann, ich sehe die Beule schon. Wo sind Sie denn gefahren? Hallo? Okay. Weil da ist auf jeden Fall eine Delle drin. Und ich weiß nicht, wer geklingelt hat. Ah, warten wir mal ab. In der Zwischenzeit kann ich mir ein Stückchen trinken.
Also das ist quasi zweimal Feuerwehr. Ich werde das Auto auch nicht einfach reparieren, weil mache ich nicht. Auch wenn da eine kleine Beule drin ist. Okay. Gut. Ja. Muss man nicht verstehen. Jetzt kann ich nämlich auch hier durchgehen, wenn ich haben Sie geschmiert? Nein, okay, alles klar. Jetzt ist das Auto wieder da, sehr schön. Eigentlich ist das ja auch kein Parkplatz, aber ist okay. Es ist die Polizei, die dürfen da ruhig mal stehen. Joa. Jetzt bin ich mal gespannt. Die sind ja nicht ohne Grund hier. Also hundertprozentig sind die nicht ohne Grund hier. Ich weiß ja nicht, ob sie mir das Ding hier zumachen, weil es keine Brandmeldezentrale hat. Oder weiß der Geier was. Es kann jetzt alles sein. Das sind jetzt alles nur Spekulationen. Die schönen Polizeiwagen von Osnova sind schon schön. Ja, Spielereien hier. Die sind ja nicht ohne Grund hier.
Ich weiß nicht, warum das Ding im Boden steckt, aber okay. Ich würde ja jetzt gerne auch mit meinem Dienstfahrzeug rumfahren. Hä? Aber ja. Mal gucken. Die sind auf jeden Fall an meinem Audi dran. Na ganz ehrlich, wenn sie mir den Audi wegnehmen, dann habe ich immer noch vier andere Autos. Dann ist das so. Okay. Zweimal Feuerwehr, zweimal Polizei. Ups. Ich weiß ja nicht, ob sie mir ein Ding stilllegen. Ich habe ja gestern oder gestern eine Verwarnung bekommen, dass ich über viele rote Ampeln gefahren bin. Jetzt ist natürlich die Frage, ziehen die mir quasi den Führerschein ein? Oder was machen sie? Also, ich weiß gerade gar nicht, was hier abgeht, weil die sind nicht ohne Grund da. Flüchten werde ich ja auch nicht können. Ihr könnt nur warten mit mir oder vorskippen bis zu der Stelle, wo dann was passiert. Oder die wollen Beweismittel, aber ich weiß nicht für was. Also, ja. Führerschein, Versicherung. Aber ich habe eigentlich alles. Warte. Siebzehnter. Aber das ist alles da. Ich weiß nicht, ob mich jemand angezeigt hat für irgendwas. Weil. Aber ich sag mal so. Die werden es mir sicherlich gleich sagen. Oder nach der Kaffeepause. Hä? Dann hätten wir aber schon ein neues Video. Ich kann halt jetzt nichts machen, außer warten. Das Auto ist schon wieder im Boden, aber okay. Eieieiei. Ne, ich höre nur immer nach den Autospuren. Ach ja. Könnt ihr mal warten mit mir zusammen hier? Ich weiß, ich stehe jetzt hier am Mülleimer. An den Müllsäcken. Aber was soll ich machen?
Dann machen wir noch mal eine kurze Pause hier. Ich weiß auch nicht, wer die beiden sind. Microphone muted. Also das eine sind zwei Polizisten. Ich habe mich mal gemutet, damit die mich nicht hören, falls sie mich hören. Und das, ich weiß nicht, wer die anderen beiden sind. Ob die von der Feuerwehr sind? Keine Ahnung. Aber okay. Hat der eine da einen, so ein Blatt in der Hand und schreibt was? Hm. Aber warum sind das zwei unterschiedliche Farben? Ist das ein Gefängnistransporter? Hm. Aber warum haben die dann geklingelt? Die hätten mich doch auch anrufen können. Ja. Ich bleib erstmal hier oben stehen. Das ist so eine Folge ins Ungewisse. Aber was will ich machen? Hab ich irgendwas angestellt, feuerwehrtechnisch? Ich hab den Kollegen quasi zur Feuerwache gebracht in der letzten Folge. Weil er sich da bewerben wollte. Bei der Polizei habe ich ein paar Anzeigen also eine Anzeige gemacht, wegen die ganze Schmierereien. Okay. Dann wollte ich ja noch Kameras haben, von den Stadtwerken. Okay. Ah, ich wüsste nicht. Wofür die Feuerwehr dann hier sein sollte. Aber okay. Weil ich sag mal so, wenn es was Wichtiges zu besprechen gibt, können die das ja auch bei der Polizeiwache machen. Guck, die Stadt Hannover ist nämlich jetzt auch da. Okay. Die schreiben auf jeden Fall irgendwas auf. Also ich habe, glaube ich, gerade aus dem Augenwinkel einen College-Block gesehen. Einen Notizblock. Oh. Also. Ich könnte jetzt hier auch einen Cut setzen. Und das quasi zusammenschnibbeln. Aber diese Anspannung, die ich jetzt habe, die sollt ihr auch spüren. Genau, serverweite Ankündigung. Server wird in 30 Minuten neu gestartet. Das habe ich euch ja gesagt. Oh Leute, die können mich nicht hören, ich bin gemutet, nur ihr hört mich, aber
Machen die eine Kontrolle nach dem Zoll oder was? Ah, so, ah, erstmal hier. Hilbert, jetzt sind wir schon, jetzt sind wir erst einmal abhampen und 5 Minuten später will man fragen, ob man mir ein Tuning haben können. Will man das vielleicht alles rum anstellen Microphone sollen? activated. Ihr stört mich bei meiner Kaffeepause. Was für Kaffeepause? Ja, ich habe Kaffeepause. Da ist irgendwas davon, dachte ich ja. Ja, ich komme aber runter. Ich komme. Hinten ist er. Ja, ich komme runter. Alles gut. Lä, lä, lä. Ach ja. Sauerstein. Wo sind Sie denn? Herr Ah, Sauerstein. da sind Machen Sie. Sie jetzt die Tür auf. So. Warte mich. Ah, Herr Sauerstein. Wo rennen Sie denn weg? Nee, ich renne nicht weg, ich habe Sie gesucht. Ich Ach kam so. von oben aus der Kaffeepause, da oben ist unsere Raucherecke. Bin dann hier runter, bin einmal hinten rum, hab Sie gesucht. Okay, dann war es wohl ein Missverständnis. Nee, warum sollte ich abhauen? Bis jetzt habe ich ja noch nichts gemacht. Aber wenn Sie schon hinter mir stehen, oh, macht mir Angst. Aber es. Ich werde auch vor Sie kommen. Kein Problem. Kommen Sie mal kurz ein Stück mit rüber. Wohin? Kurz hier mit Stück mit rüber. Ein kurzes Stück. Ein kurzes Stück. Reicht schon, genau. So. Ich habe Angst. Oh, ist mein Kollege weg? Ja. Wieder ist er. Ja, Interessant. der Okay. spielt Verstecken hier. Wissen Sie, worum es in etwa geht? Also, einerseits ja, andererseits nein. Okay. Wenn der junge Mann Was dahin, hast du? wenn der junge Mann der ist, Och wo ich das Auto nee. gestern abgeschleppt habe, dann weiß ich, worum es geht. Nichts anderes. Erzählen Sie mal weiter, um was er denkt, um was es geht. Ich habe gestern ein Auto abgeschleppt und ich habe ihm angeblich eine zu hohe Rechnung ausgestellt. Haben Sie dem Herrn denn eine Zuhörrechnung ausgestellt? Nein. Ich habe die normalen Abschleppkosten genommen. Jetzt hätten Sie noch die Chance zuzugeben, dass Sie eine zu hohe Rechnung ausgestellt haben. Also, im Prinzip habe ich die nicht zu hoch ausgestellt. Ich habe Was heißt im quasi, Prinzip? ich habe 3000 ausgestellt plus die 19% Mehrwertsteuer. Kommen ja automatisch dazu. Oder Richtig. haben Sie die mit einberechnet? Nein. Ich habe 3 berechnet. Anfahrt ist 175. Das Auto war Totalschaden. Ich wollte ihm eigentlich 5000 berechnen, weil die standardmäßig wären, habe ihm aber nur 3000 berechnet, weil ich nett war. Okay. Weil im Prinzip hat man hier die Anfahrt, ich hatte einen Abschlepper, den großen. Ja, da liegen wir so bei 2000, bin ich schon runtergegangen. Dann bin ich mit ihm quasi hingefahren, hätte quasi auch noch die Taxifahrt berechnen können, aber habe ich auch nicht gemacht. Taxifahrt. Ja, weil wir auch ein Taxiunternehmen sind. Ja. Und dann habe ich ihm wegen dem Totalschaden 1200 berechnet. Im Prinzip hätte ich da auch 4 für nehmen können. Ja, also im Prinzip bin ich schon runtergegangen. Extrem. Klar,
war das Abschleppen nicht hundertprozentig. Ich hätte ihm es auch für den Nullnummer machen können. Aber dann hätte ich immer noch die Anfahrt gehabt. Von 2. Also sagen Sie nicht, dass Sie zu hohe Kosten ausgestellt haben. Nein. Das sind ja auch. Freut uns. Das ist. Kommen wir zur eigentlichen Sache. Achso. Da haben wir jetzt gleich übergeben, wie das Wort. Achso, nee, also, schön. Gut. Die Rechnung war nicht das Problem tatsächlich. Ach, schön, aber gut, dann wissen Sie das jetzt auch. Ja. Gut. Gut. Genau. Das eigentliche Problem ist quasi, Sie haben ja hier diesen Audi, wo da steht, an dem Streifenwagen. Bisschen drin. Genau. Ja, ja. Damit sind Sie ja gerade hierher gefahren, also vorhin. Ja. Genau. Da ist das grundlegende Problem an diesem Fahrzeug, dass der ein Tuning hat, was straßenverkehrsrechtlich nicht in Ordnung ist. Das heißt, ich könnte eigentlich den Herrn Leitzel anzeigen, weil der mir den verkauft hat? Wen? Den Herrn Leitzel. Lanzel. Der Herr Leitzel. Naja. Also grundlegend ist es so, Sie können ja kaufen, was Sie möchten. Okay. Nur auf öffentlicher Straße muss man halt darauf achten, dass die Fahrzeuge verkehrssicher sind. Wir können ja einfach zum Auto gehen, dann kann ich Ihnen zeigen, was das Problem ist. Okay, weil ich habe das so gekauft, er hat mir gesagt, alles in Ordnung mit dem Auto und gut ist. Gut. Wir gehen mal rüber. Wir gucken ich habe ja nicht das Problem, gleich rauszunehmen, also dann ist es erledigt. Weil das Auto hat keine Panzerung und das, weil das weiß ich, ist verboten. Jetzt bin ich mal gespannt, weil... Also, es geht hauptsächlich um die getönten Scheiben. Also man sieht halt durch diese Scheiben nichts durch. Aber wenn ich in die Werkstatt reinfahre, ist kein Tuning dran. Also keine Panzerung. Es geht ja auch nicht um die Panzerung. Genau, es geht da nicht um die Panzerung, sondern es ist quasi diese Scheibentönung in dem Auto. Okay. Also wenn ich reinfahre, steht Tönung auf Null. Darf ich das Auto kurz reinfahren? Können Sie grundlegend tun, ja. Okay, weil im Prinzip, ich weiß, was Sie denken. Man kann, wenn ich geblitzt werde, erkennt man mich nicht. Das verstehe ich ja. Auch ja, und bei der Verkehrskontrolle ist es für die Polizei auch immer schwierig zu gucken, wie viele Leute sitzen da drinnen, wenn man halt nichts sieht. Okay. Das eigentliche Problem ist auch, dass wohl hinten die Rückleuchten auch mitgetönt worden sind. Echt? Die Rückleuchten dadurch auch beeinträchtigt sind. Wir können das gerade mal angucken. Können Sie einfach mal das Auto aufschließen und anmachen. Mit Licht. Na, ich muss das erst aufmachen. Ja, genau. Ne, da will ich gar nicht rein. Ich will auf die andere Seite rein. Ja, das. Ich hab's so gekauft, bin davon ausgegangen, alles schick. Ja, gut. Ich hab's gekauft, jetzt bin ich verschuldet. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, Licht. Man sieht gar nichts. Ist es überhaupt an? Ja, nee, vorne das Licht sind die Lichter an. Echt? Ja, vorne sind die Lichter an. Ich hab vorne nur das leichte Tagfahrlicht an. Ich hab nicht. Ja, vorne ist nur Tagfahrlicht. Machen Sie mal das Licht an. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Ich bin im Kopf ein bisschen. Ah ja, genau. Ja. Okay. Minimal. Minimal. Ja, man sieht es halt wirklich sehr, sehr schwach durch diese Tönung. Was halt wahrscheinlich auch durch die Scheibentönung verursacht ist. Genau, fahren Sie jetzt mal in die Werkstatt rein und gucken wir mal, ob das. Andere Frage, warum ist die Feuerwehr da? Die haben nichts mit Ihnen zu tun, oder? Nee. Okay, gut. Ups, sorry! Ah! Herr Hilbert, wollen Sie eine Anzeige schreiben? Geht's Ihnen gut? Warum laufen Sie vor mein Auto? Ah, ich bin umgefahren. Sie sind ja früh angefahren, das hab ich doch gesehen. Nee, gucken Sie mal, wie ich jetzt stehe und wie der Winkel. Also. Ja, Sie haben einfach nach links gelenkt. Oh. Also, die Reifen sind doch nicht nach links, sehen Sie doch. Ja, die Reifen sind. Sind Sie ja ewig weitergefahren. Das habe ich auch von da hinten gesehen. Also, Hilbert ist so bei dir in Ordnung. Oh, Fuß, glaube ich, verstaucht. Oh. Ja, das ist Berufserfahrung. Gut. Ich fahr mal eben rein. Also, Herr Sauerstein, jetzt warten Sie mal. Jetzt helfen Sie vielleicht der Person, die wo Sie hinfahren. Herr Sauerstein! Das ist so unterlassene Hilfeleistung. Das ist ja der Shop bewusst, oder? Die Polizei ist doch da. Die war zuerst am Ort.
Ja, und sie haben ihn umgefunden. Da haben wir mal ein paar Gedanken gemacht. Aber trotzdem, die am Ort sind, müssen die Hilfeleistung machen. Wir lassen sie dann nächstes Mal auch liegen, wenn wir mit dem RTW kommen, ja? Gut. Mir dann auch egal. Gut. Ich bin auch nicht der Erste, der am Ort ist. Dann machen wir das so. Passt, habe ich kein Problem damit. Sauerstein? Ja. Ganz ehrlich, wer am ersten. Ich habe gelernt, bei der Fahrschule, wer als erstes beim Patienten ist, der hilft. Und ich habe keinen umgefahren. Es geht jetzt. Natürlich, das habe ich ja bis dahin gesehen. Ja, das Autohaus verklage ich. Ja, dann machen sie das. Dann kriegen sie aber auch eine Anklage. Wegen? Da weiß ich noch nicht. Warte, ich mach mal zu, dann ist es abgeschlossen, dann kannst du mir auch keine klauen. Falls ja, dann möchte ich gerne den Kaufvertrag sehen. In dieser Form auf jeden Fall nicht. Erhört. Also ich habe das Auto bei dem Herrn Lanze gekauft. Das weiß ich. Können Sie meinen Namen aussprechen heute, gell? Ja, Lanzel. Die heißen nicht, ich sage immer Leitzel, ich weiß. Aber sie heißen Lanzel, ich weiß. Hey, Hilbert. Ja. Wenn sie laufen, soll ich sie stützen, dann können wir kurz auf Seite gehen und das in Ruhe besprechen. Ja, im Moment. So, dann machen wir schon mal hier weiter. Fahren Sie mal rein mit dem Auto. Ne, ich fahr mal rein. Ja, genau. Gehen Sie lieber zur Seite, nicht dass ich. Oh. Ja, ich könnte so. Oh. So, jetzt schauen wir mal. Bremsen, Getriebe, Motor, Panzerung. Ja. Die Panzerung ist auf Null. Ja, genau, aber um die Panzerung geht's ja gar nicht. Ja, jetzt müssen wir nach der Verlierung gucken, also die Scheibentönung. Die ist auf Null. Okay, und Motortuning? Ist da irgendwas? Ich guck mal, Bremsen ist auf Voll. Getriebe ist auf Voll. Motor ist auf Voll. Panzerung darf ich nicht, deswegen ist da auch nichts drin. Suspension ist auf Voll und Turbo ist auch auf Voll. Gut. Dann gehen wir mal in die Tuning. Weil, wenn ich hier gucke, Fenstertönung ist auf Null. Ich guck mal, aber... Oh, da war gerade aber... Nee, weil ich das gerade durchwähle, weil ich drin sitze, ja. Weil man es aussuchen kann. Weil ich es jetzt kaufen könnte. Ja, okay, aber es ist jetzt auf Standard. Weil quasi das ist Dark Smoke, Green, Light Smoke, Limo und Pure Black. Ja. Willst du jetzt auf Limo gehen? Also genau eins zurück da nochmal? Genau, das ist Limo. Ah, okay. Und das ist halt Standard, was ich drin habe. Okay, das ist tatsächlich sehr komisch. Also ich... Dann war das bei dem Fahrzeug wahrscheinlich einfach nur von vornherein falsch eingestellt, gehe ich mal von aus. Ja, deswegen, also genau. Ich kann es jetzt Standard drauf machen, dann ist es drauf, aber ich weiß nicht, ob nicht von vornherein Standard drauf war. Ja. Ich guck noch mal, ob irgendwas noch drin ist. Ob das die Lackierung war, aber die Lackierung, das kann ich. Schalthebel, Scheinwerfer. Nee, Lackierung macht ja grundlegend keinen Sinn, dass es die war. Ja, Scheinwerfer ist es ja auch nicht. Das ist ja bei mir, habe ich auf im Prinzip habe ich die fünf Dinger. Fenstertönung. Dark Smoke, also Green, Light Smoke, Limo und Pro Black. Okay. Ja, dann ist bei dem Fahrzeug das oberste. Das ist Standard. Ja, dann gehen Sie mal auf das nächste. Dark Smoke? Ja. Green? Dann seid doch mal durch. Ja, bei Limousine ist es. Guck mal, da konnte man doch irgendwas hier. Sieht man doch komischerweise durch. Ja, das ist aber unter Limousine. Also sprich, das ist von vornherein bei dem Fahrzeug falsch eingestellt. Gut, was jetzt natürlich jetzt nicht erlaubt, mit dem Auto so rumzufahren. Aber, genau. Also, so dürfen sie rumfahren. So passt das. Willst du mal kurz gucken? Und krieg mal. Also, ich habe jetzt mal Limousine draufgepackt. Ja. Weil... Willst du es dich nochmal einschalten? Warte. Ja, ist an. Ja, aber es ist genauso beschissen. Gut, dann sind die Lichter wohl auch so standardmäßig. Ich habe noch fünf andere Autos. Also ich kann Ihnen das zur Verfahrung mitgeben und Sie gucken mal.
Aber was soll ich denn machen? Ja, einen Moment mal kurz. Das müssen Sie entscheiden. Also grundlegend wäre uns nur wichtig, so dass es Fahrzeugsgruppen gebaut wird, dass es quasi wieder verkehrstauglich ist. Das kann heißt, man kann jetzt quasi durchgucken. Genau, genau. Deswegen würde das ja so an sich schon passen. Ich hab's jetzt auch schon drauf. Das ist perfekt. Grundlegend wäre jetzt noch wichtig, dass sie quasi das Fahrzeugtuning, also das Tuning am Getriebe sowie am Motor etc. auch noch im Fahrzeugschein, also sprich im Computer eintragen. Steht das nicht drin? Nee, steht nicht drin, tatsächlich. Okay. Das muss unter Bemerkung eingetragen werden. Dann würde das auch passen, weil dann wäre das okay. Okay. Jetzt die Frage, wo trage ich das ein? Wenn Sie mal unser Kfz-Register hier sind. Warten Sie mal kurz. Ja. Dann kann ich Ihnen das gerade mal erklären, wie das eigentlich sein sollte. Ja, tut mir jetzt wirklich leid. Alles gut. Jeder macht Fehler und deswegen sind wir da, um das zu klären. So. Ich habe auch nicht vor, Ihnen jetzt eine Strafe auszustellen oder sonstiges. Ja, weil ich wusste es ja nicht. Also, Kfz-Adresse ist da. Ich guck mal eben, wo mein Fahrzeug ist. Oder finde ich das so? Sie können einfach Ihren Namen eingeben unter Suche und dann finden Sie quasi Ihre Autos, die Sie angemeldet haben. Oh, mein VW Golf hat keinen TÜV mehr. Auch schön. Genau, das Auto hier hat auch keinen TÜV mehr. Was? Das Auto hier hat auch keinen TÜV mehr. Ah, steht aber nicht dahinter, aber ist okay. 1.1.2024, auch schön. Gut, alle drei haben keinen TÜV. Schön. Genau. So. Gut. Aber genau, das mache ich dann gleich alles. Genau, wenn Sie jetzt bei dem Audi hier, also den GFO 255 mit dem Kennzeichen, auf Bearbeiten gehen. Ja. Dann haben Sie ja einmal Ihr Kennzeichen, Eigentümer, Fahrzeugtyp, TÜV, Fahrzeug und Bemerkung. Genau, Bemerkung. Genau. Und unter Bemerkung schreiben Sie dann quasi die Teile rein, die Sie getunt haben. Also sprich, Turbo, Motor, genau. Was haben wir noch? Getriebe zum Beispiel. Ja, ich habe ja alles drin. Und ob das Auto tiefer gelegt ist oder nicht. Also wenn das Auto tiefer gelegt ist, muss es da auch mit reingeschrieben werden. Ich schreibe es jetzt auch rein, auch wenn ich es nicht weiß. Okay. Oder ist das eine Straftat? Grundlegend nicht. Gut, also jetzt steht es drin. So, jetzt gucke ich noch mal. Ja, genau, jetzt steht es drin. Also, genau. Bremsen ja auch noch. Ja, genau, dann das auch noch eintragen. Genau. Das müssen Sie quasi mit allen Fahrzeugen machen, die Sie hier tunen. Also sprich, es kommt jemand zu Ihnen, der möchte sein Auto anmelden, möchte TÜV machen. Und Tuning haben, dann müssen Sie quasi das, was Sie getuned haben, einmal eintragen. Okay. Damit quasi bei einer Kontrolle die Polizei weiß, okay, das Auto ist voll getuned und es ist alles eingetragen worden, weil wenn wir jetzt ein Fahrzeug anhalten, was getuned worden ist, aber das quasi in diesem Papier nicht drin steht, dann ist es auch eine Erlöschung der Betriebserlaubnis, weil das Fahrzeug ja baulich verändert worden ist, ohne dass es ein Gutachter angeschaut hat. Also Bremsen, Getriebe, Motor, Panzerung. Keine Ahnung, was eine Suspension ist, aber okay. 1, 2, 3, 4. Speichern. Gut. Und bei den anderen weiß ich gar nicht, was gemacht worden ist. Aber okay. Ja, das können Sie ja dann später mal einfach durchgehen. Einfach selber mal gucken. Ja. Und die gerade nur um das Auto. So, genau. Gut. Also, sprich, wenn Sie Teile einfach an dem Fahrzeug verändern. Hätten Sie noch mal kurz Zeit gebraucht, nur mal eine Unterstützung. Irgendwie ist das Hämatom geplatzt. Okay, komisch. Gut. Also sobald Sie halt an einem Fahrzeug irgendwas baulich verändern, müssen Sie es halt unter Bemerkungen einfach reinschreiben. Also ich denke mal, für ein Audi bin ich d'accord. Bitte? Mit dem Audi bin ich jetzt d'accord, wie ich einen TÜV mache, keine Ahnung, aber okay. Den TÜV kann ich Ihnen tatsächlich auch nicht sagen. Genau. Aber so das Grundlegende haben Sie jetzt quasi verstanden, oder? Ja, ja. Dann ist genau, okay. Ja, tut mir echt leid für... Alles gut. Aber was soll ich machen? Nee, alles gut. Wenn Sie es nicht wissen, dann ist es nicht. Jetzt wissen Sie es. Mhm. Und dann hoffe ich, dass es in Zukunft auch funktioniert. Wird es ja, denke ich mal, oder? So, jetzt muss ich nochmal... Ja, alles gut. Ich steche mal einmal aus und ein. Dann. Kann ich das Auto rausfahren? Gut.
So, ich bin noch da, ich wollte nur kurz das Auto rausfahren. Ja, alles gut. Genau. Gut, das Grundlegende haben Sie ja jetzt verstanden, wie das sein muss. Ja, ja, alles gut, dann mache ich gleich mal bei allen 12 Autos. Ich weiß nicht, ob die Tuning haben. Ja, also nee, mein GTI hat auf jeden Fall Tuning. Ja. Das weiß ich. Dann fahre ich den gleich rüber. Aber erst nach der Kaffeepause. Ja, was auch immer ganz wichtig ist, wenn einer zu Ihnen kommt und den sein Auto ist angemeldet und hat TÜV und der möchte jetzt eine Scheibentönung haben, also dass die Scheiben komplett schwarz sind, wie gerade eben bei Ihnen, dann ist es halt wichtig, dass Sie demjenigen sagen, dass die Betriebserlaubnis halt dadurch erlischt. Also sprich, er darf damit nicht im öffentlichen Verkehr teilnehmen. Mhm. Gut. Das ist wichtig, dass Sie das quasi dem sagen, weil das ist halt grundlegend verboten. Ja, verstehe ich. Was erlaubt ist an baulichen Veränderungen, ist zum Beispiel die Unterbodenbeleuchtung. Das dürfen Sie machen, müssen Sie aber auch dann eintragen lassen. Gut. Genau. Das Gespräch führe ich nachher mit dem ADAC auf, weil die das auch teilweise falsch machen. Ja, ich wusste es ja jetzt. Nicht, ist alles gut. Ja, ich hatte ein bisschen Angst. Ich stand oben auf dem Dach am Rauchen und habe gedacht, warum stehen Sie so lange an meinem Auto? Ja. Das macht Angst. Nee. Deswegen gebe ich Ihnen da jetzt auch keine Strafe, Sie wissen es jetzt und ich denke mal, dadurch, dass Sie es jetzt wissen, können Sie das auch beim nächsten Mal besser machen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde gleich auf jeden Fall meine Fahrzeuge mal durchgehen. Ja, das ist zwar ein bisschen viel Arbeit, aber okay. Genau, und den TÜV halt bei Ihrem Auto nicht vergessen. Ja, TÜV, keine Ahnung, wie man das macht, aber... Okay. Ja, vielleicht beim ADAC nachfragen, vielleicht können die da irgendwie ein bisschen... Ja, helfen, das weiß ich vielleicht darf ich auch selber den TÜV nicht machen. Das kann auch sein, ja. Weil ich ja selbstständig bin und muss dann beim ADAC den TÜV machen lassen. Das kann durchaus auch sein, ja. Das wäre auch möglich. Ja. Gut. Gut. Was jetzt da mit dem Herrn rauskommt, müssen wir jetzt mal gucken. Ja, er kann ruhig eine Anzeige schreiben, dann gebe ich ihm Schmerzensgeld und gut ist. Ja, vielleicht könnt ihr das ja so klären ohne eine Anzeige. Ja, ich glaube, die aber Anzeige hat er ja schon. Ja, aber die kann man ja immer noch quasi aufheben. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt für immer gespeichert wird, sondern wenn sie das jetzt außergerichtlich klären, sage ich jetzt mal, dann können wir das auch wieder rausstreichen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Jetzt gucken wir erstmal, dass er wieder steht und wenn er steht, dann können wir... Ich möchte auf jeden Fall eine Anzeige machen gegen Oleg Wagner, der hat die Rechnung nicht bezahlt, aber das mache ich nach der Kaffeepause. Das ist... Okay. Ich glaube, eine Woche Zeit hat er ja. Ja, je nachdem, was sie halt ihm für eine Frist setzen, ja. Ja, bei Oleg habe ich keine Frist gesetzt, bei allen anderen schon. Und ich denke mal, dann ist er raus aus der Geschichte. Ja. Ja, das sind 500. Ist okay. Also. Okay. Ja, wenn das nicht bezahlt, dann lösche ich irgendwann die Rechnung und dann ist es so. Ey, ich mach mal einmal kurz die Tür zu. Gut. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich irgendwas angestellt habe nach der Geschichte gestern. Aber was soll ich denn machen, wenn die Rechnung so ist? Dann ist sie so. Ja, nee, das ist ja ihre... Weil sie dürfen ja ihre Preise eigentlich selber bestimmen, bin ich der Meinung. Richtig, außer die Tuningbörse darf ich auch selbst bestimmen. Wenn ich da Verluste mache, dann mache ich Verluste. Ja, genau. Richtig. Deswegen weiß ich auch nicht, warum sich darüber beschwert wird, aber gut. Ist ein anderes Thema. Soll ich mal hier stehen bleiben, dann kann er mich umfahren. Ja, das wollen wir ja nicht. Dann kann ich ihn zurück anzeigen. Gut. Ey, jetzt eine andere Sache, das Auto da vorne. Ja, sehen Sie das? Was meinen Sie? Das schwarze Auto, wo das ist? Ja, das ist bei mir so ein bisschen im Treibsand. Ah, nee, bei mir nicht, bei mir steht ganz normal da. Okay, gut. Wer hat denn vorhin eigentlich geklingelt bei mir? Sie oder die Feuerwehr? Das weiß ich nicht, also ich nicht. Ich hab ja eine Nachricht bekommen, da ist jemand an der Tür, deswegen bin ich hier gefahren. Ah, okay. War wahrscheinlich die Feuerwehr von uns, weil die wollten auch irgendwas. Ja. Gut, aber ich würde mal sagen, ich trinke mir einen Kaffee, ihr fahrt dann gleich wahrscheinlich zurück zur... Genau, wir fahren gleich wieder zur Wache zurück. Und wenn irgendwas sein sollte oder sie was brauchen, dann einfach Bescheid sagen. Aber eins muss man sagen, es war heute nichts beschmiert. Nichts. Ja, bei uns schon. Ah, das Neue oben in der Ecke oder ist es immer noch das Alte? Neu. Hier unten ist noch 178er oder hier unten irgendwo, aber das ist hinter meiner Wand.
Gut, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Dann wünsche ich Ihnen noch einen ruhigen Dienst. Ich denke damit sind wir d'accord, oder? Genau, ja. Das passt so. Gut, dann mache ich gleich Tuning nochmal zu Ende und dann... Genau. Gut, wunderbar. Ja, ich bedanke mich. Ich mich auch. Gut, wir verbinden. Dann kann ich euch das einmal zeigen. Channel switched. So. Hier haben wir quasi unser Cornet-System. Ein Carnet, Auto aus Koch und Söhne. Hier gibt es ein Kfz-Register. Hier muss quasi Turbo, Motor, Getriebe, Tönung, Tiefer, Bremsen, Suspension. Ja. Genau. Welche Fahrzeuge habe ich denn noch? Ein VW. Ach, der VW, keine Ahnung. Aber... Gut, das machen wir dann nach der Sonnenwende. Ciao mit Frau Robin. Tschüss.